Was ist Wirklichkeit und was ist Trugschluss? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und diese philosophische 25 Minuten möchte ich gerne mit einem Heilpraktiker, mit einem geistigen Heiler, einem naturheilkundlichen Experten diskutieren, nämlich der Dr. André Peter. Danke, dass du dir Zeit nimmst, lieber André. Danke ebenfalls, dass ich hier sein darf. Dieses Thema, was ist Wirklichkeit, das ist ja eigentlich schon ein ganz tiefes Thema. Ist das, was ist Wirklichkeit? Wie interpretierst du, was Wirklichkeit eigentlich ist? Ja, Wirklichkeit ist immer das, was wir glauben, dass Wirklichkeit sei. Mhm. Die Wirklichkeit an sich existiert nicht. Sie ist immer eine Projektion von uns selbst, nicht wahr? Wir sehen hier Gegenstände und so weiter. Können wir uns darüber überhaupt unterhalten, was wir sehen? Vor allem, wenn es um Farben geht. Da drüben ist grün. Weiß ich, was das wirklich ist? Wir haben die Konvention grün. Wunderbar. Aber was sehe ich und was siehst du? Darüber können wir uns eigentlich gar nicht unterhalten. Kann sein, dass dein Eindruck in dir der ist, den ich bei Rot habe. Darüber können wir uns nicht unterhalten. Wir haben die Konvention, das Wort grün, und darüber glauben wir uns verständigen zu können. Nicht? Es ist ja eigentlich nur eine Frequenz, diese Farbe grün. Gut. Und unser Auge wandelt ja diese Frequenz um in das sichtbare, für uns wahrnehmbare ja. Grün. Aber genau über diesen letzten Prozess können wir uns nicht unterhalten. Selbstverständlich, Frequenzen können wir messen, ja. Aber was das bei uns auslöst, wie das bei uns endgültig ankommt, darüber können wir uns eigentlich nicht unterhalten. Aber ist eigentlich schon wieder eine Illusion, dass wir sagen, die Platte ist grün? Das ist richtig. Weil ja, es ist eine Projektion von uns, von dem, was wir gewohnt sind. Wir sind gewohnt, die Dinge so zu sehen. Hier dieses Studio. So dreidimensional. Da an Gegenständen, nicht? Mhm. Ja. Jetzt, es ist ja alles Schwingung, nicht? Wir haben ein riesiges Spektrum von Null bis unendlich an Schwingung, nicht? Da ist zuerst mal der Gehörsinn, der liegt von 0 bis 40.000 maximal, nicht wahr? Da kommt ein Riesenloch in der ganzen Skala, da kommt dann irgendwann mal der Tastsinn und dann der Gesichtssinn. Jetzt, wenn du dir vorstellst, du würdest das, was du jetzt siehst, hören und umgekehrt, an der Umwelt hat sich nichts verändert. Diese Wirklichkeit ist nach wie vor da, aber du wärst in einer ganz anderen Welt, in der du dich wahrscheinlich nicht mehr so gut zurechtfinden könntest, weil sie völlig neu wäre, völlig außerhalb dem, was du gewohnt bist. Also diese Wirklichkeit ist immer nur eine Projektion von dem, was wir denken, dass es sei. Es ist die Wirklichkeit an sich gibt es nicht. Und die Quantenphysik zeigt das ja schlussendlich auch nicht. Das Wort, was du mal gesagt hast, alles ist Schwingung, das ist ja schon wieder also ein Wort, was man viele Leute gerade vor den Kopf stoßt. ich habe dazu mal ein kleines Beispiel, ja. Was mich fasziniert hat. Wenn man eine Flugzeugturbine anschaut, die steht da, wir sehen sie materiell, jetzt fängt diese Düse an zu drehen, jetzt kommt plötzlich der Ton. Ja. Und der Ton wird immer höher und höher und höher und höher, je schneller die Turbine läuft. Und irgendwann sehen wir eigentlich nichts mehr. Ja. Dann kommt aber ein Licht, ein dunkles Licht, ein rotes Licht. Und je schneller die Turbine läuft, desto höher verändert sich das Lichtspektrum bis zum Violett. Richtig. Dann wird es wieder unsichtbar. Richtig. Ja. Wenn wir das weiter projizieren philosophisch, kommt das Ultraviolett, dann kommen irgendwelche Gammastrahlen. Irgendwann hast du das Atom mit diesen Protonen, Neutronen, Elektronen und dann wird das auch noch aufgeteilt und am Schluss hast du eigentlich nur noch die Information einer Turbine. Das heißt also, durch diese Schwingungsfrequenzerhöhung hast du eigentlich von der Information einer Turbine bis zur materiellen Turbine mit allen Tönen, allen Farben und allen Gammastrahlen und so weiter, ist auch alles enthalten. Das ist richtig. Also ist eigentlich in der Information alles enthalten und im Materiellen, also das ist etwas, was eigentlich faszinierend ist, mit dieser grünen Platte da hinten genau dasselbe. Das ist die Reduzierung auf unsere fünf Sinne, was wir im Materiellen dann schlussendlich sehen, nicht? Aber die Wirklichkeit ist eben das ganze Spektrum von Null bis Unendlich. Ja. Du hast dich jetzt in Lichtfrequenzen ausgedrückt, selbstverständlich. Aber es geht um Frequenzen, die nenne ich Schwingungen. Ja.
damit das niemanden vor den Kopf stößt. Also, es geht um diese Frequenzen. Und von diesen Frequenzen nehmen wir in Gottes Namen über unsere fünf Sinne nur einen Bruchteil wahr, nicht? Und da gibt's halt noch ganz andere Dinge, als die wir uns nicht vorstellen können. Wunderbare Dinge. Wobei eben, was ist ein Wunder? Ist eigentlich immer eine Gesetzmäßigkeit, die abläuft, die wir noch nicht erkannt haben. Wenn du vor 100 Jahren jemandem gesagt hättest, da fliegt ein Hotel durch die Luft, weiß ich wie viele Tonnen schwer, dann hätte man gedacht, ja, jetzt ist er langsam reif, nicht? Das ist ein Verschwörer. Heute schaut jeder einem Jumbo nach und findet das ganz normal. Wenn du von Aerodynamik nichts verstehst, weißt du auch nicht, wie das funktioniert. Das sind diese entmystifizierten Wunder, die uns umgeben. Oder eine Lampe. Kannst du eine Glühlampe bauen? Die brennt. Wahrscheinlich verglüht die ziemlich schnell. Aber wir drehen den Schalter, ist ganz klar. Das kann man. Das sind Vorgänge, die irgendjemand entdeckt hat. Also nicht mehr wunderbar. Aber wir sind halt leider Gottes oder Gottlob noch von sehr viel mehr Wundern umgeben, wo man die Gesetzmäßigkeit noch nicht erkannt hat, wie das wirklich funktioniert. Und all das bildet unsere Wirklichkeit. Das heißt, unsere Möglichkeit, von all diesem, von diesem Riesenspektrum überhaupt etwas wahrzunehmen. Nicht? Aber das heißt ja, dass wir uns ja eigentlich in unserem Leben auf diese beschränkte Wirklichkeit fokussieren, die wir annehmen, so dass es so ist, wie wir sehen, fühlen und spüren, oder? Ja, und das ist eben auch die Beschränkung. Und dass das beschränkt ist, zeigt sich ja darin, dass zum Beispiel die letzten Erkenntnisse in der Wissenschaft immer eigentlich der letzte Stand des Irrtums sind, nicht wahr? Das entwickelt sich immer wieder weiter. Nach einem halben Jahr sieht es schon wieder anders aus. Wenn wir die Medizin nehmen, die ganze Cholesterindiskussion zum Beispiel, am Anfang sagt man so ziemlich das Gegenteil von dem, was man heute sagt. Das sind Entwicklungsschritte, wo wir dieser riesigen Wirklichkeit im Hintergrund uns immer wieder nähern, aber sie nie ganz erfassen. Wir haben unsere Modellvorstellungen. Die eine Modellvorstellung ist vielleicht etwas günstiger als die andere, die gewisse Dinge erklären. Aber die Gesamtheit dieser Wirklichkeit im Hintergrund, die können wir nicht erfassen. Wenn man die heutige Chemie nimmt, sie wäre undenkbar ohne das Atommodell von Jens Bohr, mit dem Kern in der Mitte, Elektronen auf verschiedenen Schalen, wobei die äußerste Schale, das sind dann eben die freien Valenzen, die Bindungen eingehen können mit anderen. Dieses Atommodell hat die ganze heutige Chemie eigentlich ermöglicht erst, dass man die Strukturen von gewissen Dingen erkennen konnte. Ein Benzolring zum Beispiel geht nur mit dieser Modellvorstellung, aber die ist nicht vollständig. Die Quantenphysik zeigt uns, das stimmt so auch nicht, müsste noch erweitert werden. Heute haben wir schon immer noch den Atomkern, aber darum herum das Quantenfeld. Also das Elektron ist nicht mehr bestimmbar auf einer bestimmten Schale, sondern das ist in diesem Feld drin. Und wir können das herauslösen, dann kommen wir in die Materialität. Durch die Beobachtung, oder? Ja, dann ist der, ja, nicht nur. Dann ist der ganze energetische Teil weg. Nicht? Das ist ja eben, was die Heisenbergsche Unschärferelation eigentlich beschreibt. Entweder Energie, das Feld an sich oder der materielle Anteil und dann ist die Energie weg. Nicht? Dann ist die Energie in anderer Form vorhanden, aber nicht mehr als Energie messbar, als höchstens als kinetische Energie. Nicht? Und das ist, was wir wahrnehmen von dem, was im Hintergrund ist. Und je nachdem, wie weit wir eben offen sind und annehmen, dass dieses Wahrnehmung, die wir haben, erweitert werden können, desto mehr nehmen wir von dieser Wirklichkeit im Hintergrund wahr. Aber den ganzen Hintergrund nehmen wir erst wahr, wenn wir uns selbst auf diese Ebene der Schöpfung, eigentlich auf die Ebene der Schöpferkraft begeben können. Das ist die Ebene der Einheit. Wir sind in der Dualität. Unsere Welt besteht nur aus diesem Gegensatzpaar. Nicht? Und da nehmen wir halt nicht mehr alles wahr, was da ist. Es gibt auch schöne wissenschaftliche Untersuchungen, die eben zeigen, dass es da im Hintergrund offensichtlich noch Dinge geben muss, von denen wir heute keine Ahnung mehr haben. Wir sind ja leider Gottes ein bisschen Lichtjahre von der
Natur entfernt. Die Indianer hatten da noch eine ganz andere Wahrnehmung. Die haben noch sehr viel mehr gesehen. Die haben gemerkt, alles ist belebt. Selbst Steine, auch materielle Gegenstände, haben ihr Leben. Zeigt zum Beispiel die Dissertation von René Beock sehr deutlich, dass das so ist. Was hat er gemacht? Er hat einen Roboter genommen, wie man kennt, da die Rasenmäher, nicht da die wild im Zeug herumlaufen. Random-System, wechseln immer mal irgendwie, ganz zufällig, die Richtung, am Schluss ist der ganze Rasen gemäht. So einen Roboter hat er genommen, in ein Gehege gestellt und der hat auch sein Zufallsmuster gezeichnet. Wenn er aber Küken genommen hat und auf diesen Roboter konditioniert, du weißt, Küken, die schlüpfen, nehmen das Erste, was sie sehen, als ihre Mutter. Ja. Die hat er konditioniert auf den Roboter. Wenn er dann außen am Gehege einen Käfig aufstellte, mit diesen Küken drin, dann hat der Roboter sich plötzlich in der Nähe dieses Käfigs außerhalb aufgehalten, weil die Küken nach ihm riefen. Der Roboter, ein rein materielles Ding, nicht wahr? Die Küken, niedrige, sagen wir hochnäsigerweise, niedrige Frequenz eigentlich. Und der Versuch ging dann noch weiter. Er hat dann den Roboter Geräusche ausstoßen lassen, die einen Schlafenden nicht gerade wecken, aber doch sehr stören. Und wenn er ein Bett mit einem Schlafenden drin außerhalb des Geheges aufgestellt hat, hat sich der Roboter diskret auf die andere Seite begeben, um den Schlafenden nicht zu stören. Nicht, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das zeigt eben, wie weit diese ganze materielle Welt eigentlich durchdrungen ist von einer ganz anderen energetischen Welt im Hintergrund. Nicht? Und das hatten die Indianer noch mehr als wahrgenommen. Und das ist bei uns leider Gottes verloren gegangen. Existiert aber trotzdem. Ja, gerade gestern wollte ich dieses Beispiel mit dem Roboter da im Rasenmäher jemandem vermitteln. Ich habe diese Geschichte auch erzählt, diese Dissertation, oder? Dass das wirklich eine Wissenschaft ist. Und habe mich mit großen Ungläubigen Augen das angeschaut. Schon, ja. Das kann ja gar nicht sein, ja. Dass wirklich das, aber... Wobei eben, wir haben schon immer irgendwo auch wieder Zugang. Wir verwenden ja zum Beispiel auch Steine zum Heilen, nicht wahr? Mhm. Ja, wie soll das gehen, wenn die nicht irgendwo eine spezielle Frequenz ausstrahlen, nicht wahr? Na gut, das ist jetzt für mich wieder eher nachvollziehbar, weil ein Stein, ein Material hat eine Frequenz und die Farbe hat eine Frequenz, das oder? Das ist richtig. Und ja. Frequenzen haben immer eine Wirkung, ja. Oder? Entweder aufbauend oder abbauend, das diesbezüglich auf den, ja, und aufgelegt auf den Körper, kann ich mir das gut nachvollziehen. Ja. Aber der Rasenmäher, der mäht und ein soziales Verhalten zeigt eigentlich, ja. Ist schon... Das ist beachtenswert, ja. Kann man im Internet nachlesen. René Beock heißt der, der da die Dissertation geschrieben hat. Wurde natürlich noch und noch untersucht und diskutiert. Da findet man Bücher dazu im Internet. Trotzdem geht hier die Welt richtig schön groß auf. Das ist auch eine Brücke, die gebaut wurde. Und darauf kann man auch eine philosophische, eine halbe Stunde, stundenweise eigentlich darüber diskutieren, was sicher, das bedeutet für uns alle, oder? Ja, sicher, ja. Gut, man wird eben feststellen, dass wir nicht beschränkt sind auf das, was wir so normalerweise physisch, materiell wahrnehmen, sondern dass es da eben noch Hintergründe hat. Wie wäre Heilung sonst überhaupt möglich, nicht wahr? Wenn wir schon von mir ausgehen, der ich ja als Heiler tätig bin, wie wäre das möglich, wenn nicht diese Materie immer wieder in anderer Art und Weise auch bewirkt werden könnte. In einer Art und Weise eben, die unsere normale Alltagswirklichkeit sprengt. Ich glaube, das haben wir doch alle im Leben erlebt. Wir wünschen uns was. Wir haben ein Ziel vor Augen. Und es geht eine Weile und irgendwann haben wir das Ziel erreicht. Es ist manifestiert. Aber eigentlich wurde dieses Ziel zuerst mal im Kopf gedacht. Es ist eine geistige Idee. Ja. Und dann manifestiert sich selbstverständlich nicht von alleine. Man muss ja was tun. Richtig. Ich habe mal so einen Spruch gehört, Gott arbeitet nicht für dich, sondern mit dir, durch dich. Ja. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Und eben, die Quantenphysik zeigt ja eigentlich genau das. Eben beim Joe Dispenza kann man das ja wieder auch nachlesen. Man kann sich in diesem Quantenfeld bedienen und daraus herausnehmen, was man will und entsprechend materialisieren. Aber eben,
vorausgeht die Idee, die du gesagt hast. Du musst was tun. Man muss irgendwo die Idee mal haben überhaupt, auf die Idee kommen, wie man sagt, und dann kann man sie materialisieren, nicht aus dem Quantenfeld. Eine Frage. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage alles sich viel schneller manifestiert, was man denkt gegenüber früher. Ist das eine Erscheinung aufgrund meines Alters? Erlebst du das auch? Oder kann sich möglicherweise in diesem Quantenfeld etwas verdichtet haben, dass sich das schneller manifestiert? Das mag sein. Das mag sein. Ich habe eher eigentlich fast den anderen Eindruck, dass früher sich noch viel mehr manifestierte, weil man viel weniger eigene Barrieren aufbaute. Ich meine, mit der ganzen Aufklärung, dem ganzen Rationalismus sind solche Dinge sehr stark eigentlich weggewischt worden. Nicht wahr? Cogito ergo sum, ich denke, daher bin ich. Nicht? Descartes, ja. Das hat allerhand verschwinden lassen, was vorher noch gab. Man muss sich vorstellen, in Spanien war zum Beispiel Astrologie, nicht Astronomie, ein Universitätsfach bis ins 18. Jahrhundert. Das ist dann dem ganzen Rationalismus zum Opfer gefallen. Da hat man gesagt, das kann nicht mehr sein, dummes Geschwätz, gibt es nicht, fertig. Was ich mir nicht vorstellen kann, gibt es nicht. Das ist halt schon eine sehr große Einengung der effektiven Wirklichkeit. Die unterwerfen wir dann unserem eigenen Unvermögen der Wahrnehmung, nicht? Und glauben, nur noch das, was ich mir überhaupt vorstellen kann, was in meinem Kopf noch Platz hat, nur das existiert. Gottlob, ist das Universum etwas reichhaltiger. Wenn wir zurück zu dieser Worthülse Wahrheit gehen und uns das nochmals so ein bisschen überlegen, was ist Wahrheit, dann ist doch eigentlich das Wort Wahrheit schon eigentlich nur aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus, vielleicht für mich eine Wahrheit, aber eigentlich eine Illusion, weil aus diesem Blickwinkel oder aus diesem Blickwinkel oder aus deinem sieht doch die Sache wieder ganz anders aus. Richtig, eben, also die absolute Wahrheit haben wir nicht. Die absolute Wahrheit würde dem Schöpfungsprinzip entsprechen, wie ich das gerne nenne. Andere sagen Gott dafür, andere Manitou, andere Allah. An sich unwesentlich, es geht immer um das gleiche Schöpfungsprinzip im Hintergrund. Das entspricht der Wahrheit. Und der können wir uns nur über Modellvorstellungen nähern, sonst gar nichts. Ne? Aber es ist doch ein guter Ansatz für seinen persönlichen Weg, vielleicht auf der Suche nach Erleuchtung oder nach Weisheit, die absolute Wahrheit aus seiner eigenen Bezugspunkt heraus zu hinterfragen und sagen, wie siehst du das tut? Deine Augen, richtig. Wie sieht es da und wie sieht es von oben nach unten aus? Und wenn man dann eigentlich sieht, wie beschränkt das meine die eigene Sichtweise ist, dann kann doch daraus eigentlich die Weisheit wachsen. Sie kann, wenn ich es zulasse, ja. Aber wenn ich halt stur bin und sage, nee, das kann gar nicht sein, weil ich es mir schon gar nicht vorstellen kann, dann bleibe ich halt ein bisschen an Ort. Aber das ist dann wirklich das sture Ego-Verhalten, oder? Richtig, was ja auch alles okay ist. Es sei ja jedem den Weg gegeben und gegönnt, den er gehen will. Ja, ja. Aber wenn man doch in, sag es mal, ich erinnere mich immer wieder an ältere Leute, die plötzlich den Enkel hüten dürfen. Da passiert was, da fällt was runter, ist nicht so schlimm, währenddem die Mutter oder der Vater schnell mal aus der Haut fahren kann, weil er gerade im Stress ist, oder? Richtig, richtig. Ja. Das sind doch so Lebensweisheiten, sagen, ja, nur jetzt ist es kaputt oder nicht so tragisch. Ja, ja. Eben braucht eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem, was so auf uns zukommt. Und die, denke ich schon auch, hat zu tun mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit gewissen Dingen, die man selbst erfahren hat. Dann sieht alles schon wieder ein bisschen anders aus. Aber das zeigt uns ja nur wieder, dass wir nie im Besitz dieser Wahrheit, dieser Wirklichkeit sind, sondern uns immer nur auf verschiedene Art und Weise wieder annähern. Und vor allem diese Wahrheit finde ich nicht im Außen. Wenn ich nach außen suche, da kann ich suchen, bis ich 100 werde. Da werde ich nicht finden. Die Wahrheit müsste ich im Inneren finden. Mhm. Ich müsste es schaffen, zu mir zu gelangen. Mhm. Dort komme ich dieser Wahrheit am nächsten. Und zwar dann übers Herz und nicht über den Verstand. Der Verstand macht alle möglichen überlogischen Schlüsse, Syllogismen, nicht wahr? In jeder Verfeinerung und führt uns eigentlich dann hinters Licht. Um einen ganz einfachen Syllogismus nennen, der von jedem Kind noch erkannt wird. Woher stammst du? Wo bist du geboren? In der Stadt Zürich. Zürich, gut. Jeder Zürcher ist ein Schweizer, einverstanden? Mhm.
seine Gleichung. Kann man doch umkehren. Jeder Schweizer ist ein Zürcher. Da merkt jedes Kind noch, dass es irgendwo nicht aufgeht. Das ist ein Syllogismus, ein sehr plumper. Aber wir machen das in jeder Verfeinerung, nicht wahr? Mit unserem Verstand. Und der führt uns dann eben in die Irre. Wenn ich aber vom Herzen ausgehe, und Herz hat nicht einfach nur mit Gefühlen zu tun, selbstverständlich auch damit, sondern Herz hat mit Intuition zu tun. Und Intuition, was ist Intuition? Wissen um etwas, das es ist, ohne dass ich Beweise brauche. Ein Beispiel dafür, du sitzt in einem gut gefüllten Lokal, viele Menschen, sprichst mit jemandem intensiv und merkst, dass dich jemand anschaut. Du drehst dich um und schaust diesen Menschen in die Augen. Du suchst nicht. Das ist intuitives Wissen um etwas, ohne dass du Beweise brauchst. Und wir setzen Intuition meistens mit Gefühlen gleich, aber die Gefühle gehören zu unserem Ego, sind belastet durch unsere Vorstellungen und unsere Wünsche und Projektionen. Nur die Intuition ist eigentlich reines Erfahren dessen, was ist. Und das geht nur übers Herz und nicht über den Verstand. Ja. Die moderne Forschung zeigt ja auch, dass Millisekunden, bevor ein Gedanke überhaupt entsteht, ein Impuls vom Herzen kommt. Und der ist 60-fach stärker, als was nachher vom Verstand herkommt. Mhm. Also wir haben den Verstand gekriegt, um ihn zu benutzen, selbstverständlich. Es ist blöd, einfach alles nur anzunehmen und nicht zu hinterfragen. Mhm. Aber es sollte das Herz die Führung übernehmen, nicht der Verstand. Der Verstand dient nachher dem Einordnen dessen, was man auf andere Art und Weise überhaupt noch feststellen konnte. Das Beispiel mit dem Zürcher fand ich jetzt noch ganz interessant. Ich habe mal ein kleines Kinderbuch geschrieben, dort hatte ich das ähnlich anders formuliert, aber ähnlich hinaus. Das Meer sagt, ich bin auch ein Tropfen und auch das Meer. Und der Wassertropfen sagt, ich bin ein Tropfen, aber ich bin nicht das Meer. Ja. Aber wir sind eigentlich alle eigentlich eingebettet ins Meer, wie du und ich eigentlich im Ganzen drin. Wenn ich eine Welle bin, und das bin ich eigentlich, um diesem Beispiel zu bleiben, diesem Bild zu bleiben, dann bin ich ja an sich schon das Meer. Aber ich bin nicht das Meer in seiner Totalität, sondern eine ganz individuelle Ausstülpung dieses ganz Großen. Nicht wahr? Ja. Der andere Punkt ist, ich habe vorhin ja die älteren Leute als weiser betrachtet, was mir aber auch auffällt, und das möchte ich gerne von dir hören, über deine Lebensgeschichte. Ich habe das Gefühl, heute kann man mit diversen 15- oder 20- oder 25-Jährigen über solche philosophischen Themen reden, was im dazumals von meinen 20 undenkbar gewesen wäre. Ja, da hat sich die ganze Zeit verändert, das ist richtig, ja. Heute ist man solchen Dingen sehr viel offener gegenüber, das glaube ich auch. Das zeigt sich in den Kindern, die jetzt kommen. Die sind etwas anders gestaltet als Kinder früher. Das noch hat mit der, das ging aber nun viel zu weit und da muss ich dann schauen, dass ich nicht gesteinigt werde, wenn ich solche Ideen dann propagiere. Aber du hast auch das Gefühl, oder, dass sich da was verändert hat. Die Welt verändert sich, die Erde selbst als lebendiges Wesen auch verändert sich, hat ihre Schwingung verändert. Aber eben, da kommen wir dann in den Bereich, der von vielen einfach als reine Spekulation abgetan werden wird. Da brauchen wir nicht groß zu streiten. Es geht ja darum, dass wir aus dem Hier und Jetzt das Beste machen. Egal, was für schöne Theorien wir da im Hintergrund haben. Und dazu können wir eigentlich zusammenfassend sagen, dass die Wirklichkeit eigentlich immer nur eine Betrachtungsweise darstellt. Ja. Projektion unserer Selbst. Ja. Eine Projektion unseres Selbst ist. Ja. Ja. Und wenn man das mal so stehen lassen kann und eben andere Wahrheiten auch annehmen kann, ich denke, dann ist eigentlich der Weg geebnet für eine friedvollere Welt. Ja. Richtig. Ich habe ja eine Website, die Website ist www.peter-heiler.ch und da gibt es einen Menüpunkt, die Sonnenübung. Mhm. Und da bei der Sonnenübung geht es eben darum, in sein Zentrum zu kommen, in seine Mitte zu kommen, sein Potenzial erfahren zu können. Mhm. Nicht? Um das geht es dabei. Und wenn ich da bin, in meiner Mitte, dann fallen viele solche philosophischen Betrachtungsweisen weg, weil ich dann erlebe, was da ist. Herzlichen Dank. Lieber. Ebenfalls. Schön, immer wieder mit dir zu reden.
tut mir auch gut, so ein bisschen philosophieren zu dürfen, weil es ist einfach eine Sache, wir haben nichts vorbereitet. Es kommt einfach als Geschenk, die Fragen, es kommen die Antworten als Geschenk und es ist nichts aus dem Kopf heraus. Es ist wirklich eine reine Sache, die hier heraus sprudelt. Ganz herzlicher Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie diese Sendung heute Abend gesehen haben, dann nehmen Sie diese philosophischen Ansätze doch bitte mit ins Bett und träumen Sie darüber gut und erkennen Sie einfach, dass vieles halt einfach wirklich nicht ein reiner Trugschluss ist und nicht die absolute Wirklichkeit darstellt. Das finde ich einfach schon, hat mir gut getan und immer wieder geholfen, die Welt ein bisschen anders zu sehen. Sich auch einfach mal auf eine Wolke zu setzen und runterzuschauen und sagen, ist dieses Problem jetzt wirklich so groß? Und plötzlich wird es immer kleiner und kleiner. Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.